Hi zusammen, ich bin Rolf von Kreativbüro und ich möchte euch heute mal ein Tutorial zeigen, wie man einen Low-Key-Effekt mit GIMP und JMeG schnell und einfach hinkriegt. Ich mache das an zwei Bildern. Ich zeige es euch mal. Einmal mit diesem, das ist das Originalbild. Und einmal mit diesem, und das ist das Originalbild. So, damit ihr das seht, wir machen das hier. Löschen wir alles. Einmal, zweimal. Hier drüben auch. Löschen. Einmal, zweimal. Bild. Bild. So, wir fangen mit dem Bild hier an. Wir duplizieren einmal diese Ebene. Blenden die untere Ebene aus. Duplizieren nochmal die Ebene oben und auch wieder ausschalten. So, jetzt gehen wir auf die obere Ebene. Rechte Maustaste, Ebenenmaske hinzufügen, weiß vor der Deckkraft hinzufügen, Verlaufswerkzeug, nehmen wir kreisförmig, nehmen wir bilinear, okay, gehen von der Nasenspitze und ziehen nach außen. Ja, braucht ein bisschen. Mir noch ein bisschen zack, noch ein bisschen zu wenig. So, bestätigen mit Enter, rechte Maustaste auf die Ebenen, Ebenenmaske anwenden. So, jetzt fügen wir eine neue Ebene hinzu mit der Vordergrundfarbe. Ihr seht hier schwarz. Okay. Und ziehen diese Ebene von unten nach oben. Nun haben wir schon, soweit wie es geht, das Gesicht frei. Jetzt obere Ebene anklicken, Rechtsklick, Ebene nach unten vereinen. Vergrößern wir. Dann gehen wir auf Farben. Sättigung und die Farbe wird rausgemacht. Okay. Dann gehen wir nochmal auf Farben, Werte, ziehen das Schwarz ein bisschen weiter. Hier oben ziehen das Schwarz ein bisschen weiter nach vorne. Es wird insgesamt dunkler. Und der Weiße hier hinten ziehen wir auch ein bisschen mehr zur Mitte, um die noch ein bisschen aufzuhellen. Okay, nun gehen wir auf JMeG, auf Lights and Shadows, Dodge and Burn und hier können wir, wenn wir hier oben einstellen, schaut euch mal das Bild an. Könnt ihr hier die Highlight Selection, das heißt die hellen Stellen mehr hervorheben. So, und hier kommt gar nicht mehr viel raus. So, ein bisschen. Hier könnt ihr den Dunklen mehr eingrenzen und hier die den Weichzeichner. Soweit so gut. Okay. Arbeitet ein bisschen. Oh. Und ihr seht, wir haben schon einen sehr, sehr schönen Effekt hier erzielt. Wenn ich jetzt natürlich noch möchte und die Augen, die schönen braunen Augen noch zur Geltung bringen, wird diese Ebene markiert. Jetzt stellen wir auf groß. Wir nehmen den Radiergummi Hart 25%, vergrößern noch ein bisschen. Schaut, dass die Größe einigermaßen hinpasst für diese Pupille.
Und dann einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein paar Mal klicken, dass ihr seht, das Braune kommt durch. Es soll nur ein kleiner Farbeffekt reinkommen. Und nun kommt das Braune durch. Kann man natürlich auch noch mit der Lippe machen. Gefällt mir aber jetzt nicht so. Jetzt probieren wir das noch beim nächsten Bild. Auch wieder zweimal duplizieren die untere zwei Ebenen aus. Farben entsättigen, machen wir es diesmal so. Okay. Rechte Maustaste, Ebenenmaske hinzu, weißvolle Deckkraft hinzufügen. Farbverlauf, Form nehmen wir diesmal kreisförmig, machen das Bild auch gleich ein bisschen kleiner. Gehen von zwischen den Augen, ziehen wir es nach außen, weil die Augen sind sehr prägnant und die holen wir uns jetzt. Soweit so gut. Enter. Rechte Maustaste, Ebenenmaske anwenden. Neue Ebene. Vordergrundfarbe schwarz, okay. Die untere Ebene nach oben und schon haben wir das Gesicht hier. Gehen wir auch wieder auf JMeg. Drop and Burn Stop. Jetzt haben wir einen kleinen Fehler gemacht. Abbrechen. Rechte Maustaste nach unten vereinen. Und jetzt können wir JMeg, JMeg. Dodge and Burn und ihr seht hier, wenn ich jetzt hier oben wieder rumspiele, wie sich die hellen, prägnanten Stellen verstärken. Okay. Arbeitet ein bisschen. Schön hell geworden, jetzt machen wir es größer und auch hier holen wir die Augen hervor, dieses Grün. Wir gehen wieder auf den Radierer, bleiben bei 25%igem Pinsel. Und fahren hier einmal rum. Fahren hier einmal rum. Und der Effekt ist schön vorhanden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Bis dahin, tschüssi, euer Rolf.